Komm in eine aufrechte Haltung in der Mitte der Sitzfläche. Stelle die Füße zusammen oder hüftbreit auseinander. Die Unterschenkel in etwa 90 Grad zum Boden. Die Sitzbeinhöcker sind deutlich zu spüren. Namaste. Die Hände werden in Anjali Mudra vor der Brust aneinandergelegt und die Schultern entspannen zur Seite, während der Atem tief und vollständig ein- und ausfließt. Die Unterarme werden parallel zum Boden gehalten, die Schultern gesenkt. Der Einatem strömt in das Zwerchfell hinein, der Ausatem bis in die Handinnenflächen hinab. Der Kopf ist geneigt zum Surya Namaskar, dem Sonnengruß. Einatmend werden die Hände über den Kopf in die Berghaltung gehoben und mit dem Ausatem entspannen die Schultern. Der Blick ist auf die Hände gerichtet, ohne dass der Kopf dafür in den Nacken gelegt wird. Die Halswirbelsäule bleibt in ihrer natürlichen Ausrichtung zur geöffneten Brustwirbelsäule. Nach einer tiefen Einatmung wird der Atem angehalten. Ohne zu atmen wird die Brust geöffnet und die Arme wieder geschlossen. Erst danach setzt der Ausatem ein und die Arme werden über die Seite gesenkt. Tief aufatmen. Ausatmend achtsam in die Vorbeuge gleiten. Die Knie dürfen dabei auf keinen Fall vor den Fußgelenken sein. Die Hände werden neben den Füßen gegebenenfalls auf Klötze abgelegt. Der Nacken wird lang, der Körper entspannt von Kopf bis Fuß. Tiefer, gleichmäßiger Atem durchströmt die Rippen und den gesamten Rücken. Vorbeugen helfen loszulassen. Achtsam, gehalten durch die Hände, mit der Einatmung Wirbel für Wirbel aus der Haltung kommen. Das Kinn und die Arme werden als letztes gehoben. Dann die Arme mit einer tiefen Ausatmung gesenkt. Tief aufatmen. Der Sprinter rechtes Bein. Das rechte Knie wird mit Hilfe der Hände zum Körper hingezogen, soweit es möglich ist. Der Rücken bleibt aufgerichtet. Der Atem fließt gegen den Druck des Oberschenkels an. Die Organe werden massiert. Nachspüren. In der zweiten Variation wird der rechte Fuß mit den Händen oder gegebenenfalls einem Gurt gehalten. Der Fuß liegt schwer in den Armen und der gesamte Schulterbereich wird gedehnt. Die Schultern bleiben dabei über der Hüfte. Die Aufrichtung erhalten. Nachspüren. In der dritten Variation wird der Fuß zunächst auf den Stuhl gestellt, die Hände um den Fuß gefaltet und der Unterschenkel auf 90 Grad ausgestreckt. Wenn das noch nicht geht, wird ein Gurt zur Hilfe genommen oder die zweite Version wiederholt. Nachspüren. Drei Cobra-Variationen. Die Hände und der Oberkörper liegen auf den Oberschenkeln ab. Eine Einatmung öffnet und hebt die Brust in die Haltung der Cobra. Die Hände bleiben entspannt und die Ellenbogen dicht am Körper. Die Schultern sinken weg von den Ohren und der Nacken verbleibt im Verlauf zur geöffneten Brustwirbelsäule. Tiefe Bauchatmung hebt und senkt den Oberkörper. Bei der zweiten Variation wird die Stuhllehne zur Hilfe genommen, um die Brust weiter zu öffnen. Ellenbogen und Schulterblätter kommen zusammen, soweit es möglich ist.
Bei der dritten Variation werden die Hände hinter dem Rücken gefaltet und die Arme weit nach hinten gestreckt. Achtsam, Wirbel für Wirbel in die Aufrichtung zurückkommen und nachspüren. Um in die Stellung des Hundes zu gelangen, werden die Arme mit einer Einatmung gehoben, das rechte Knie zur Brust gezogen und das Bein ausatmend nach vorn gestreckt. Der Fuß stellt sich fest gegen eine imaginäre Wand, die Handinnenflächen in den Himmel. Tief durchatmen. Und Beinwechsel. Der Hund ohne Bodenunterstützung ist anstrengender. Kräftiger Ujjayi-Atem und die Bandhas festigen den Körper von innen heraus. Gegebenenfalls wird das Bein öfters angewinkelt und erneut gestreckt, bis die Kraft ausreicht, in der Haltung zu verweilen. Nachspüren. Der Sprinter, linkes Bein. Das linke Bein wird mit Hilfe der Hände zum Körper hingezogen, soweit das möglich ist. Der Rücken bleibt aufgerichtet, der Atem fließt gegen den Druck des Oberschenkels an, die Organe werden massiert. Nachspüren. In der zweiten Variation wird der linke Fuß mit den Händen oder gegebenenfalls einen Gurt gehalten. Der Fuß liegt schwer in den Armen und der gesamte Schulterbereich wird gedehnt. Die Schultern bleiben dabei über der Hüfte die Aufrichtung erhalten. Nachspüren. In der dritten Variation wird der Fuß zunächst auf den Stuhl gestellt, die Hände um den Fuß gefaltet und der Unterschenkel auf 90 Grad ausgestreckt. Wenn das noch nicht geht, wird ein Gurt zur Hilfe genommen oder die zweite Version wiederholt. Nachspüren. Für die zweite Vorbeuge werden die Füße etwa mattenbreit auseinandergestellt und der Oberkörper achtsam auf den Schenkeln abgelegt. Die Hände werden direkt unter den Schultern aufgestellt und der Rücken mit einer Einatmung lang gestreckt. Die Arme kreuzen, die Hände fassen um die Fußgelenke mit leichtem Zug. Ausatmend in die Vorbeuge entspannen. Der Nacken wird lang und die Schulterblätter öffnen sich. Wiederholung mit andersherum gekreuzten Armen. Einatmend aus der Haltung herauskommen. Die Arme in den Himmel recken und ausatmend seitlich herabsinken lassen. Mit Anjali Mudra wird der Sonnengruß abgeschlossen, die Füße wieder zusammengestellt und nachgespürt. Om Glini Surya Aditya Om.